So, das ist ein Video für iSesthetics. Und zwar, weil ich euch unbedingt danken und weiterempfehlen möchte. Ich war bei euch zur Kryolipolyse vor 5 Wochen, habe demnächst meine zweite Behandlung. Bin sehr gespannt darauf, aber ich bin mir jetzt schon absolut sicher, dass es jede Menge gebracht hat. Ich habe im Abstand von 5 und dann 2 Jahren 3 Kinder bekommen. Habe früher immer einen wunderschönen Sixpack gehabt. Nach dem ersten Kind ging es noch einigermaßen. Nach dem zweiten Kind war es schon nicht mehr schön und nach dem dritten war dann Hopfen und Malz verloren. Und habe mich jetzt entschlossen, oder ich wurde jetzt endlich gefragt, um zu heiraten. Und wollte dafür ein Brautkleid haben, was sehr Ich habe Sport gemacht, ich habe Diät gehalten, ich habe mich gesund ernährt, aber irgendwie war immer noch so eine Reserve am Bauch, die halt einfach partout nicht weggehen wollte. Dann habe ich über eine Fettabsaugung nachgedacht, habe mir dazu Videos im Internet angeguckt und habe überlegt, okay, nee, das kriege ich nicht hin. Ich weiß auch nicht, ob die Vollnarkose die Geschichte wert ist und die Einstichstellen danach hat mir alles nicht so gut gefallen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, Kryolipolyse zu machen und habe von einer Freundin einen Erlebnisbericht gehabt, die in einem Sonnenstudio war, wurde dort nicht gut beraten, hat jetzt auf der Hautoberfläche irgendwelche Schäden. Also gefällt mir alles gar nicht gut. Deswegen habe ich gesagt, nee, wenn dann richtig. Und da habe ich mich für iSesthetics entschieden, weil mir einfach die Website zugesagt hat. Ich habe einen Termin ausgemacht. Das war richtig gut, weil es auch sehr spät abends geht. Ich hatte meinen ersten Termin 18 Uhr, weil ich nicht keine Ahnung habe, wie ich jetzt 12 Uhr meine Kinder betreuen soll oder irgendwas. Deswegen 18 Uhr war super. Ich wurde super empfangen, wurde richtig gut aufgeklärt. Mein Körper wurde vermessen. Es wurden mir alle möglichen Risiken erklärt. Also ich habe mich rundum wohl umsorgt gefühlt. Körperfett wurde noch gemessen, sowas alles. Dann wurde mir das Gerät aufgelegt und dann hat mein Ansprechpartner da vor Ort mir auch ganz genau erklärt, wie jetzt die Schmerzen wären, wie stark die wären, wie lange was wie wo wehtut. Und das war auch wirklich exakt so. Im ersten Moment hatte ich schon ein bisschen Schiss, aber es war wirklich exakt so. Ich habe nach 10 Minuten nichts mehr gespürt. Und habe dann halt da eine Stunde Zeitung gelesen, mit dem Handy geschrieben, war super. Und nach, was war das? Nach 14 Tagen habe ich wirklich einen Unterschied gemerkt. Also Wahnsinn, ich hätte es nicht gedacht. Ich habe jetzt ganz bald demnächst meinen zweiten Termin. Dann wird es ja auch nochmal vermessen, also wie dick die Wampe jetzt ist. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, und ich würde danach dann nochmal berichten und. Wenn es weiter so läuft wie geplant, kann ich euch danach dann auch noch Bilder im Brautkleid schicken. Und ich verspreche jetzt schon, ich glaube, ich bin die einzige Dreifachmama, die so ein Kleid anzieht. Und iSesthetics, vielen Dank. Ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt, wurde umsorgt wie eine kleine Prinzessin. Es war alles wirklich sauber, schick, gemütlich. Ich hätte Fernsehen gucken können, ich hatte Zeitungen da. Ich hätte jederzeit klingeln können. Der Herr vor Ort kam auch mehrfach einfach so und hat gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ich habe noch was zu trinken bekommen. Also es lohnt sich wirklich. Und ich denke, wenn man das machen sollte, dann sollte man es richtig machen und nicht halt irgendwie huschi-wuschi und dann bringt es gar nichts. Und das war super. Ich habe direkt nach dem Vereisen noch eine Stoßwellentherapie am Bauch bekommen. Perfekt. Also es war einfach rundum perfekt und ich mache es gerne nochmal und es war bis in den letzten Cent sein Geld wert. Danke.